Oh, ein Hebel. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Wir sind eine Fachfrau, komm schon. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Okay, das sind Kontrollen. Was ist das hier? Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Klassiker, habe ich auch in meinem Wohnzimmer. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Jo. Ach, guck mal, da ist ein Lichtschalter gewesen. Den habe ich ganz genau gesehen. Hier komme ich nicht durch. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Mein Riesenteddy ist viel bequemer, bestimmt. Vermutlich. So, Mr. Pipi-Mann. Muss ich das hier ausschalten? Nee, der muss anbleiben. Ich glaube, ich muss den ausschalten und die drei anmachen. Dass ich hier so. Oder. Machen wir erstmal die drei an. Wobei ich die drei nicht richtig erkenne, was das sein soll. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Wenn ich ehrlich bin. Sehe hier aber auch keinen Lichtschalter. Gehen wir nochmal um die Ecke. Ja. Lassen wir erstmal alles so an. Und gehen dann. Ach, das sind Sichtfenster. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Ui, nein. Aus Oktoberfest und ein Gewinn. Plot Twist, Melly mag das Oktoberfest nicht. Die ist verschlossen. Rip. Hier kann ich auch nicht entlang, dann gehen wir nochmal ein Geh zu Trepp ab. Ach, die kostet nicht 450 Euro oder sowas, hat er damals gekostet und ist 1,50 groß. Hallo, Yuppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Ist am Telefonieren. Nachvollziehbar. Da fehlt ein Schlüssel. Kann ich nicht einfach kaputt machen, ne? Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Das Bier kostet dort so viel in Kasten woanders. Uff, das ist eine Menge, aber ist Bier von den Wiesen nicht sogar stärker? Und ich glaube auch ein bisschen mehr drin als zum Standard 05er. Also ich meine, so ein Humpen hat ein bisschen mehr Umdrehung. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich mag Bier nicht so gerne. So, Hallöchen. Da ist ein Gang. Das ist ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Was ist das? Das ist die Küche. Hat die Küche ein. Hier Zeug. Ganz viel Zeug. Gehen wir mal erstmal durch. Super, 1 Liter und 20 Flaschen sind 10. Hab ja nie gesagt, dass man das sich deswegen kaufen muss. So. Versuche erstmal ein Feel von der Map zu bekommen. Siggi. Der Siggi. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. CG Young, bra. Der große Deuter Jung. Und hässlicher Mann. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Jo, hallo Tür. Wo sind wir jetzt? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen. Sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als. Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Hehehe.
Ah, das ist ein gutes Easter Egg. Das gefällt mir. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Wer braucht die schon? Oh, ein Türschild. Ja, gut. Ich glaube, Oktoberfest ist aber auch vieles der Sozialaspekt, ne? Gehe davon aus, dass sie wenigstens dahin gehen, um sich zu betrinken. Büli, also würde ich jetzt so, ne, behaupten wollen. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Sehr gut. An mehr habe ich hier nicht, ne? Ich mach mal ganz kurz Leertaste. Ja. So. Na, also die Tür ist quasi uninteressant für uns, die linke. Linke. Da kommen wir dann da raus. Gut, das ist dann einmal ein herum. Da ist nochmal eine Pflanze. Nett. Irgendwie pflanzig. Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Oh. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Yay! So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ich glaube, dass viele einfach kommen, weil gesagt wird, oh, guck mal. Im Sinne von, ey, Oktoberfest ist doch ganz groß und sowas. Na und weil deutsches Bier und was weiß ich nicht, was geht's jetzt? Ich hab's geschafft, ich bin in den anderen Raum gekommen. Go me. Drogelbecher, hallo. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Drogelbecher, ist hier der echte Mann? Eine Lampe. Kaputt. Warum ist es dann so hell hier? Das muss an der Grafikkarte liegen. So, und hier bleibst du jetzt. Nö, du. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Krippspielesammlung. Drogelbecher, Drogelbecher, Drogelbecher. Ich kann Gesellschaftsspiele... Ups, das wollte ich nicht. So, da ist sonst nichts als ein Sofa. Ich kann später noch ausruhen. Das wäre Telefon. Alu-Mann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ich komme aus einem Turmverlies. Ich bin Brachner. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ukjul. Ich bin Dr. Master, ich komme aus meinem Büro. Howdy, ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien.
Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Kiefluss. Howdy. Howdy. Ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommt. In Vladwakistan legt man nicht so viel Wert auf Hygiene, weißt du. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Okay, du... Ich bin Brachna. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Moin Darkness, was geht ab? Ich bin Dr. Marcel, ich komme aus meinem Büro. Höpedöpeda. Ich bin Dr. Marcel, ich komme aus meinem Büro. Mach dich nicht lächerlich. Deine Aura ist grün und saftig, wie die Auenland-Sequenz in Herr der Ringe. Dr. Marcells Aura hingegen ist mehr wie einer dieser vertrockneten Büsche, wie sie im Western durchs Bild geweht werden, wenn gezeigt werden soll, dass die Stadt verlassen ist. Guter Vergleich. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Kiefluss. Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Fluss. Kommen wir das nicht alle? Ja, aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel. Also nochmal, wer bist du und wo kommst du her? Was, da gab schon Herr der Ringe, aber ich dachte, das wäre älter. Herr der Ringe ist aus 90ern, meine ich, kamen die Filme. Entweder 90er oder um die Jahrtausendwende herum. Also, die haben natürlich schon ein bisschen Alter drauf, aber so jung sind die noch gar nicht. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Was Darkness sagt, 2, 1, 2 und 3. Wer bist du? Das sagt dir alles dein Kleiderbügel. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du. Ja, das weiß ich. Ich habe schon mal ausprobiert. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Yin und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Melli müde, ach du grüne Neune. Melli, wir haben Samstag. Ach ja, stimmt, ich habe alle Damen in diesem Chat zum Einschlafen gebracht. Stimmt, ja. Yay, go me. Mist. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit.
So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Großartig. Er wohnt denn in der Kissenburg? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Warum nennt ihr ihn König? Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Ich fühle dich, Alu, Mann. Ich fühle dich. Das wäre auch für mich schrecklich gewesen. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Der Charakter ist übrigens der Beweis dafür, dass alle Hüte nicht vor Strahlung schützen, sondern diese auffangen und bündeln. Jo. Da hast du recht, Tobi. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Klugscheißer kann fast keiner leiden. Tja, merkst du was selber, ne? Sprechen wir über was anderes. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Sei einfach. Just be. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? So. Den... Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Den... Kleiderbügel bekomme ich nicht. Geh mal zum Telefon. Das Telefon existiert nicht. Ein Bild. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Und das? Poetisch und deprimierend zugleich. Übrigens, Tobi, Klugscheißer ist ein Synonym von Besserwisser. Also, dein Argument klebt ungefähr genauso gut wie ein Ziegelstein an einer Wand.
Telefon. Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Na, da hat wer nicht hingehört. So. Harvey, hilf mir. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Ja, Darkness. Klugscheiße und Besserwisser sind Synonyme zueinander. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Ist ja keine Haarspalterei. Wenn überhaupt, klebe ich die Haare wieder zusammen. So, hier, der Tobi hat versucht, zwei Wörter, die das gleiche bedeuten, auseinanderzutreiben. Und ich sage Nope und mache sie wieder zusammen. Also betreibe ich das Gegenteil von Haarspalterei. Na, wenn jemand sagt, ach, der Stuhl, ne? Oder, wie kann ich das Beispiel besser machen? Das ist kein Stuhl, das ist ein Stuhl. Ja? Dann gibt es da keine Unterschiede. Stuhl bleibt Stuhl. So, das Sofa hat keine Polster mehr. Die Lampe kann ich nochmal angucken. Eine Lampe? Kacke, es ist eine Lampe, Leute. Wir haben eine Lampe gefunden. Game over. Müsst ihr alles wörtlich nehmen. Dafür sind Worte da, dass man sie halt wie Worte nimmt. Wörtlich nimmt. So, nehmen wir mal die Lampe. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Er wundert mich auch immer wieder, dass Lampen einfach so an die Wand gekettet sind. Das ist keine Lampe, Schatti, das ist eine Lampe. Kann ich sie benutzen? Hier ist es hell genug. Okay, brauche ich nicht benutzen. Hier gibt es also nichts zu tun für mich. Muss den guten alten Traugebecher irgendwie gut machen. So, hallo Tür. Wer bist... Hallo? Guten Tag. B. Das kann... Schön, dass der Chat zu mir hält. Ach. Dafür ist der Chat ja schon da. Ich würde behaupten wollen, wir sind immer so, Darkness. Guten Tag. Du hast den ersten Buchstaben gut hinbekommen, Fahrgast. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Auf dein A kommt ein B. Ne, versuchen wir es nochmal. Was kommt nach A? Guten Tag. Nein, das ist falsch. Wir versuchen es nochmal. Was kommt nach A? Guten Tag. In der heutigen Sitzung nicht weit gekommen. Kontrolleur. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Oh, die Fahrscheine, bitte. Freut mich, das zu hören. Chatmobbt Anna. Verdient. Wahrscheinlich sehe gar keinen Zug. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Behandlungsresistenz ungefähr. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's aus, Granaten! Ich bin so müde, kann ich schreiben. Guten Tag. Rip Melly. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus.
Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür dahinter. Die Tür an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Ah, die guten neuen Arschgranaten. Ah, oh, dann schlaf doch. Ich geh dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ciao. Nur für Personal. Ah, okay, da stand da. Tür, hallo. Hallo, Bienenmann. Oh, eine Zickzackschere! Die nehmen wir. Hat er nicht gesehen. So, was ist hier denn drin? Wir sind in der Bar. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Uff, Depri-Alarm. Depri-Alarm, du machst mir sonst die Technik kaputt. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Na du? Das, mir fällt gerade auf, das ist der schwarze Peter. Weil der die gesamte Zeit schwarz sieht. Der schwarze Peter. Uff. Uff. Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Eieiei. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Brrr, so ziemlich da an ist. Ich meine, bist du gesund? Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ach stimmt, da war ja was. Ich bin ja auch deppert. Upsa. Kommt ein Mann zum Arzt. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt, sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, dass bald auf dich kommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Ups. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen.
aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Erinnerst wie ein kleines Kind alles gerade heraus? So ziemlich, ne? Es hilft nicht, dass ich zum Teil auch einfach gerade heraus sage, was ich denke. Kommt man schon ab und zu mal in kleine Problemchen mit. So, immerhin bist du noch am Leben. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Was ist, wenn ich ihm das Stuhlbein gebe? Würde er sich selber umbringen? Dann könnte ich den Lichtschalter nutzen, dann könnte ich mir einen Drink vom Barmann holen. Meine Probleme wären gelöst. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Okay. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Burn Counter. Warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Burn Counter über 9000. Willst du mein spitzes Stuhlbein? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt's ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Uff, das war heftig. So, ich habe eine Cocktailkarte genommen. Was steht denn hier drauf? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Was ist, wenn ich... Was soll ich schreiben? Biggity Buggity Boo. Komplettlösung. Komplettlösung. Okay. Oh Mann, der Barmann hat die Bruce Lee kein... Okay, was ist das da? Ein Fass. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Kann ich... Was ist das? Löffel? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte.